mit einer guten Tat ins neue Jahr starten und gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit tun. Unter diesem Motto hatte der DRK Blutspendedienst zu Blutspenden in die Festhalle Rottenburg aufgerufen. Dass das Vorhandensein von ausreichend Blutkonserven Leben retten kann, ist hinlänglich bekannt. Dass Spender neben einem Check der eigenen körperlichen Konstitution und auf bestimmte Krankheiten bei der Erstspende auch mit einem kostenlosen Blutspendeausweis ausgestattet werden, eher weniger. Dabei bedeutet der dortige Vermerk der Blutgruppe nicht selten einen entscheidenden Zeitvorteil bei der Versorgung von schweren Verletzungen. Als Spender kommen gesunde Menschen im Alter zwischen 18 und 71 Jahren in Frage.